Willkommen zurück zur Henry Stickmin Collection. Heute geht's um Episode 1, Escaping the Prison. Für die Leute, die die letzte Folge nicht gesehen haben, wir sind in der letzten Folge, Breaking the Bank haben wir letzte Folge gemacht, haben versucht, in die Bank einzubrechen, doch wurden geschnappt und sind deshalb im Prison. Aber bevor wir anfangen, Breaking the Bank ist übrigens das einzige Spiel, was komplett von vorne aufgebaut wurde. Alle anderen Spiele sind halt nur schön erfrischt worden, erschönert worden, das ist alles schön besser aussieht, weil das Spiel Escaping the Prison war wie 2010 oder so, ich weiß auch nicht mehr, damit es halt ein bisschen schöner ist. Und Breaking the Bank war halt wirklich super alt, 2008. Apropos, ja, ich hab's jetzt auch gecheckt, dass das hier ein Autoschlüssel sein soll, ich hab's vorher wirklich nicht erkannt, aber ist ein bisschen obvious, also, ja. Und jetzt machen wir heute Escaping the Prison. Wir werden hier alles sammeln. Ich weiß nicht, ob ich am Ende zwei Videos haben werde oder nur eins. Wir werden schauen. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier ein bisschen mehr zu sammeln. Und deshalb würde ich sagen, ohne weiteres Geplapper, fangen wir an mit Escaping the Prison, Episode 1. Oh, you. You're free to go. Echt? Not really. Was ein Arschloch. You've got a package. Ooh. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah, yeah. Of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job, and I don't lose my job. See you around. Free to go. Oh, ich glaube, er hat's nicht gecheckt. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass ich den Sound ein bisschen leiser gemacht habe. Ich hoffe, das passt jetzt so. Letzte Folge war ein bisschen laut. Wir haben einmal Ding! The File. Also eine Pfeile. Heißt das auf Deutsch? Ich glaube schon. NRG Drink. Geil. Geiler Name. Den Teleporter mal wieder. Ob der uns da rausbringen wird, ich bezweifle es ja, wie man letzte Folge gesehen hat. Den Rocket Launcher. Okay, wie ist da ein Rocket Launcher drin? Ein Cellphone, also ein Handy. Auch wenn das ein bisschen altmodisch aussieht. Und brumm, eine Drill. Ja, womit wollen wir anfangen? Was fällt denn am logischsten? Ja, wahrscheinlich ist da eher eine Pfeile drin, ne? Okay, wollen wir die Tür aufmachen oder das Fenster? Ja gut, wenn wir die Tür aufmachen, müssen wir halt durch das ganze Gebäude. Fenster? Dann sind wir ja sofort draußen. Let's go! Was kann da schief gehen? Oh, Pro-Tipp, look before you leap. Ja gut, ich wusste nicht, dass wir ganz weit oben sind. Gut, hätte man das früher gewusst. Okay, machen wir dann die Tür. Oh, er hat uns entdeckt. Was? Oh, da musste man time. Fail! You've got the reflexes of a statue. Sorry? Hint, you can defend yourself by tapping the alert. Okay, machen wir das mal. Bam! Was? Da kommt noch einer! Nein! Oh yeah, I forgot to tell you. There's another guard coming. Oh, danke! Danke für die Info. So, bam und... Bam! Hey, he's escaping! Oh-oh. Was machen wir? Was machen wir? Nehmen wir hier die Belt of Grenades oder den Chair? Weil ich weiß, dass das hier ein Fail ist, nehme ich das jetzt, weil das ist ja lustig. Ich meine, wie soll uns denn Granaten hier helfen? Ja, ich zeig's euch mal. Yo, check yourself. What the? What the? I don't even know what to say about that one. Ja, same. In dem Stuhl. Hier hoch. Okay. Wir können nach links krabbeln oder nach rechts. Ich wüsste nicht, warum man nach links krabbeln sollte, denn da sind die Guards, aber... Let's go. Ups. Oh! Ferdi, ey, ich bin gar nicht so fett. Selber. Ich bin nur ein Strichmännchen, okay? Okay, dann gehen wir diesmal nach rechts.
Oh, das scheint richtig zu sein. Oh Gott, wir sind so weit oben. Okay, wir haben eine Rope. Wir haben einen Parachute. Plungers. Und ein Jetpack. Wollen wir das Jetpack benutzen? Rope, Parachute. Ja, Nehmen wir doch mal die Rope. Au! Hey, wir leben noch! Wir haben es geschafft! Oder auch nicht. This seems awfully familiar, ja? Was ist das hier eigentlich? Ach so, das ist dieser Screen. Okay, wir haben diesmal viele Bios, merke ich gerade. Oh Gott, zwei Seiten. Henry Stickmin, he is shot. Achso, das ist Dings vom anderen Teil. Hier. Henry Stickmin, arrested for the attempted burglary of the bank. He now sits in Red Mesa Penitentiary. Was ist das für ein schweres Wort? Hilfe, ich bin Deutscher. Okay. Gut, die Rope funktioniert nicht. Dann werden wir überfahren. Komm, wir nehmen das coole Jetpack! Oh. Wow, that was lamest thing. Was? Kurz nicht lesen. Oh, you're back. It takes many hours of jetpack training before you're able to operate one. Okay, ich blende euch mal ganz kurz ein, was da stand. Gut. Nehmen wir doch mal, ja gut, Parachute. Nehmen wir die Plungers. Ich trau dem Parachute irgendwie nicht. Das hat doch gut funktioniert. Oh, das war's? Rank Sneaky Escapist. Und da haben wir das SE-Ending. Oh yeah, geile Mucke. Soundtrack links for this path. Es gibt übrigens in jedem Spiel, außer halt im Prolog, gibt es immer Endings. Und hier gibt es eins von, hier haben wir drei Endings. Wir haben eins jetzt erreicht. Soundtrack, ui. Da kann man einfach draufklicken. Kommt man dann einfach auf die Seite oder so? Na gut, also Music Available Newgrounds. Ah, okay. Na gut, wenn ich jetzt auf Next drücke, dann komme ich zum nächsten Spiel, deshalb machen wir das nicht. So, das ist übrigens neu, das ist eine Map. Da können wir jetzt einfach wieder zurückspulen, wohin wir wollen. So, das ist der Anfang. Zack, zack, und dann gehen wir hier nach oben. Aber hier gab es noch Parachute. Sieht mir nicht wirklich aus wie ein Parachute. Bist du sicher, dass einer ist? Sieht aus wie ein 19-maler Rucksack. Ist es auch. Hatte ich also recht. Ist Müll. Wir leben noch? Oh. Nein, definitiv nicht. I think that was just a regular backpack. See what happens when you assume? Sorry. Ja gut, das waren alle Endings in diesem Path. Wir haben hier das Sneaky Ending, also Sneaky Escapist. Gut, aber es gibt noch ein paar weitere Endings. Okay, was nehmen wir? Wie kriegt ein Rocket Launcher da rein? Oh ja, natürlich. Okay. Oh nein. Oh nein. way to aim, buddy. Hä, ich hab voll gut geaimt. Ich hab mittendrin reingeaimt. Na gut. Was soll mein Handy bringen? Wen soll ich hier anrufen? Ruf mal hier die Hilfe. Irgendwie Hilfe rufen. Und dann bringen die einen bestimmt hier raus. Glaube ich eher weniger. Komm, nimm einen Energy Drink. Oh, wir sind so stark. Und so krass auf Energy, dass die Zeit still steht. Wow. Warum hat der ein Messer? So, kommst nach Hause, mein Freund.
missing. Oh, lecker. Nom. Ja, das war ja mal ein einfaches Ending, oder? Easy. Frische Luft. Aber irgendwas ging schief. Energy. Side effects include nausea, headaches, rapid heart rate and possibilities of stroke and or heart attack. Well, that's good to know. Schade. Okay, dann der Teleporter. Let's go. Na, oh, oh. Well, you just can't seem to get the hang of that thing, can you? Ja, sorry, dass ich es zumindest ausprobiere. Ja, ich habe keine Ahnung, was mir das Telefon bringen soll. Drill macht am meisten Sinn. Wie kommt ein Drill da rein? Ja, natürlich. Oh Gott, ist das nicht zu laut? Oh, oh. Okay, wir haben es hier in die Bad, ins Bad geschafft. Wir haben den Opacitator und eine Crowbar. Ich will das Ding ausprobieren, weil ich weiß nicht, was es ist. Opacitator. Opacitator, you'll walk through walls. Gadget Gate 2009. Just move the blue slider to the right and you'll become as opaque, that means see-through for all your uneducated folks, as you want. Not only that, but the more opaque you get, the easier it will be for you to pass through solid objects. Oh, es geht automatisch, okay. Oh nein. Hört nicht mehr auf, oder? Oh, oh. Ja. You'd think something like that would come up in the beta testing. Ja. Ich glaube, der Typ, der das beta testet hat, ich glaube, der ist auch so geendet, oder? Ja, und dann Crowbar. Ja, wow, das war easy. Oh, oder? Well, Weg hier! Keine Ahnung, oben! Oh. Don't worry, I hear prison dentists are great! Okay. Dann nach unten. Oh oh. Nein, schieß mich nicht ab! Oh Gott, nach links! An die Wand! Wait, what? Das hat funktioniert? Das hat funktioniert! Okay! Oh, oh, da kommen wir nicht durch. Get ready. Was? Get ready für was denn? Get ready? Get ready? Get ready? Klick! Wow, knapp! Oh, die Matrix! Oh, krass! Ja, ich hab das mit meinen Fingern geschossen. Wir haben alle Angst vor uns. Badass Bust Out! Die Musik ist so geil. Das ist ein weiteres Ending, BBO. Oh yeah, da sind wir ein Badass. Nice. Boah, das hat mir jetzt schon sehr gefallen. Okay, was haben wir denn noch? Also das war jetzt hier unten, ne? Ach, aber ich möchte euch noch alles zeigen, ne? Ich zeige euch mal die alle ganzen Fails. Also wenn man hier nichts macht, gibt's einen Fail. Zack. Tot. Try dodging the bullets, noob. Vor allem wie noob da geschrieben, das finde ich lustig. Hier auch einfach gar nichts machen. It's always a good idea to watch where you're going, especially if you're running away from the corpse. Ja, pff, wusste ich nicht, tut mir leid. So, jetzt nichts nach unten. Kann man überhaupt nach unten? Nee. Lol, Brawl Reference. Dafür gibt's ein Achievement. Ja, Brawl Reference, okay. Muss ich mal privat nachschauen. Weil ich liebe Super Smash Bros. Brawl, ne? Keine Frage, aber ich check gerade wirklich nicht die Referenz und das tut mir ein bisschen weh. Ich fühle mich wie ein Idiot. Das ist bestimmt so obvious und ich check's nicht. Sollen die einfach nichts machen, denke ich mal. Gibt's auch einen Fail.
Okay, get ready. Was wäre passiert, hätte ich es nicht schnell genug gedrückt? Ja, okay. Come on, you were so close. Ja, okay, was habe ich erwartet? Okay. Okay, gut, dann haben wir nur noch das Handy zur Verfügung. Let's go. Rufen wir jemanden an. Attorneys? F. White. September. 9. September. Okay. Witness, please continue your testimony. Okay. I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly we spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Geile Phoenix Wright Anspielung. Okay, was haben wir denn hier? Attorney's Badge, Disguising Bag, Floor Plans of Bank, Mysterious Device, Security Footage und Doctor's Analysis. Okay, gucken wir uns mal die Beschreibung an. It's my all-important badge. It shows that I am a defense attorney. Okay, das könnte gut sein. The bag the defendant used to sneak into the bank. The knot is tied on the outside of the bag. Stimmt. Wie wollen die denn wissen, dass ich das zugemacht habe? Vielleicht hat mich einfach jemand reingeschmissen. A diagram of the bank and its surroundings. Ja gut, ich glaube nicht, dass uns das irgendwie helfen wird. The device whose use is unknown. Ja, das bringt uns auch nicht weiter. Security footage of the night of the intrusion shows the defendant leaving his disguise and setting off the alarm. Und doctor's examination of the defendant done after arrest. Defendant suffered many bruises and cuts. Ich weiß nicht, also die drei hier sehen für mich am logischsten aus. Ich versuche mal das Geisingberg, weil das macht irgendwie am meisten Sinn, weil wie wollen die denn bitte beweisen, dass ich den Knoten zugemacht habe? Take that! Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then how did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. Oh. What the are you saying? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious. This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. But it's come back to haunt him now. You guys can't, you can't, this can't be happening to me! Oh, wie geil. Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin. Oh, not guilty. Wir haben es geschafft. Wir sind frei. Rank! Lawyered up! Das ist das dritte Ending. L.U. Was ein Loser der Typ doch ist. Wir haben ihn wirklich reinlegen können. Denn niemand kann beweisen, dass wir den Knoten zugemacht haben. Oh yeah. So, aber gibt's noch einen Fail? Ich glaube, wenn man einfach das Falsche nimmt, oder? Nimm mal irgendwas, was ihn gar nichts bringt, das hier. Take that! Take that! What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin, guilty. Prisoner, get all ETP achievements. Fails, nicht achievements. Das ist ein Achievement selbst. What kind of third-rate lawyer did you hire?
Gut, und das waren alle Endings und Fails. Oh yeah. So, aber uns fehlen noch die Bios. Die machen wir am Ende. Achievements, was fehlt uns denn noch? Ach, alle Bios, okay. It's a joke, I'm not dumb, okay. Donut want, or do you? Und Secret? Ja, was heißt denn Secret? Wo krieg ich das denn? Okay. Gut, okay, Moment. Dann spielen wir nochmal. Ah, ich hätte auch Skip-Intro machen sollen. Oh, you. Ah, ja, kann man auch so machen. Ja, okay. Wo sehe ich Leute? Ja, hier, ne? Und dann die Tür aufmachen. Da sehe ich ja Leute. Und dann mache ich einfach restlich auf alles, was ich sehe. So, da ist einer. Zack. Und dann restlich auf den. Gut, okay. Da sind zwei Leute. Gut. Da oben! Nein, da oben war einer! Hab ich das gesehen? Moment. Krieg ich ihn so? Yo, check yourself. Ja, da ist wirklich einer. Gut, dass ich ihn gerade noch so gesehen habe. Hier oben ist einer. Okay, share. Weil wenn wir jetzt nach links gehen, dann kriegen wir doch voll viele, oder? Weil da ist doch ein ganzer Raum voll mit denen. Okay. Zack, 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 zack. Ich hab alle, oder? Ich müsste alle haben. Okay. Was gibt's denn noch für eins? Sonst gibt's keins hier. Glaube ich. Weil hier oben. Was soll denn hier oben für ein. Ah, doch, warte, der Wagen! Ne? Ich glaube, der Wagen. Vielleicht kann ich beim Wagen auf die Leute mittendrin klicken? Kannst du ausprobieren? Okay, komm. Nein, funktioniert nicht. Das ist viel zu schnell. Okay, dann nicht. Ach, ja. It's a joke. I'm not dumb, okay? Ja, ist mir gerade wieder eingefallen. Wenn man hier draufklickt, dass man das dann bekommt. Skip. Das gab es nämlich auch im alten Spiel. Ist mir eingefallen, wie das ging. Ja, viele von den Achievements waren von früher noch. Okay. Gott, es laggt ein bisschen. Oder bin das nur ich? Warte, was? Das glitzert ja auch? Ich habe einfach random noch weiter geklickt. LOL. Okay, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Gut, dass ich da random drauf geklickt habe. Aber gut, dann habt ihr auch gesehen, wie man dieses Joke bekommt. Gut, dass mir das wieder eingefallen ist. Okay, jetzt Crowbar. Ja, was gab's denn noch für Achievements? Zack, euch beide. Oh. Ich darf mich mal ganz kurz umbringen. Muss mal ganz kurz gucken. Was gab's denn noch? Ach, Donut Wand. Ich glaube, das kriegt man, wenn man diesen Donut isst. Wenn man auf den Donut klickt in diesem einen Energy Ending. Secret habe ich absolut keine Ahnung. Ja. Wo gibt's denn noch Leute? Ja, hier, oder? Ne, hier gibt's ganz viele. Hier gibt's sehr viele. Zack. Jetzt kann man hier ganz viele sehen, ne? Okay, nice. Ich gehe nochmal auf alle, weil ich glaube. Ah doch, ich hab alles, okay. Ja, gut. Passt. Oh, muss ich das Ending sehen? Ich will das Ending nicht sehen. Kann man nicht skippen? Ne, kann man leider nicht. Okay. Energy. Hier gab's doch viele Leute, glaube ich. Ne? Der hier. Ja. Die beiden haben wir schon, ja. Okay, das Spiel laggt gerade ein bisschen. Tut mir leid, aber jedes Mal, wenn ich auf einen Charakter klicke, dann laggt das Spiel ein bisschen. Tut mir leid dafür. Ich weiß auch nicht warum. So, draufklicken. Nein! War das zu spät? Warte, man kann auf den. Oh, man kann auf das Gemälde klicken. Gab es noch ein Gemälde? Das ist nicht. Okay. Warte, wie viele haben wir denn jetzt eigentlich? Haben wir nicht alle? Wer sind die denn? Ach so, beim Teleporter. Mhm. Ah! Okay, ich weiß, wie man die anderen bekommt. Alles klar.
Okay, ich hab's jetzt verstanden, wie es funktioniert. Als nächstes machen wir einen Teleporter. Ich sag's euch gleich. Aber erstmal möchte ich hier kurz alle Charaktere nehmen. Zack, nice. Okay, welche fehlen uns noch? Ups, falsch. Hier, BIOS. Hier haben wir alle. Hier fehlen uns noch von den beiden Endings. Also von dem einen Ending da. Hier. Man muss übrigens jetzt zu dem Donut-Achievement. Man muss alle Donuts sammeln. Denn es gibt mehrere. So, wenn man das hier macht, und dann auf Skip. Wenn hier draufklickt, kriegt man das Achievement. Habe ich bestimmt schon gezeigt. So, zack. Und dann gibt es hier irgendwo einen Typen mit. Da, Donut. Plus 1. Und das haben wir vorhin auch schon gesehen, das Plus 1. So. Und dann gibt es noch einen Donut. Und zwar. Ah, hier war das, genau. Chair. Und dann nach links. Und da gibt es dann, glaube ich, die restlichen Donuts. Irgendwo auf dem Tisch oder so, glaube ich. Keine Ahnung. Ich vermute mal auf dem Tisch. Da! Nice, wir haben es geschafft! Do not want! Or do you? Okay. 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 Ah, ich hab den anderen Typen jetzt nicht angesprochen. Na egal, da kommt er nochmal vor. Objection! So, the defendant, is it not obvious? Well then. Zack. Okay. Okay, aufpassen, aufpassen. Jetzt kommen ganz viele überall. Yes, wir haben alle! Prisoner Log, find all BIOS. Lawyer up! Haben wir alles? Komplett alles, alles? Außer das Secret Ending. Oh, die Musik ist so nice in dem Spiel. Ganz ehrlich. Ja, außer Secret haben wir alles. BIOS, ne? Yes. Das gucken wir uns gleich an, Leute. Okay. So, ich zeige euch jetzt, wie man das Secret Ending bekommt. Das ist mega random. Nachdem man hier die Plangas nimmt und das Ending bekommt, das sagt euch übrigens auch, ich glaube, Episode 4 oder so. Ich bin mir auch nicht sicher. Müsste hier oben links auf die Sonne klicken. Vielleicht kommt sie. Da. Bruh! Au. Und da haben wir alle Achievements für Episode 1. Escaping the Prison. So, und jetzt gucken wir uns alle BIOS an. Henry Stickmin. Achso, haben wir schon. Okay. Rupert Price. He's been on the force for nearly 8 years. He joined the police academy right out of high school. Krass. Dave Panpa. He's new to the force and eager to do a good job. Harold Ronson. He works as the prison's janitor, but he also enjoys doing their maintenance work. Okay. Blade Knife Man. McGee? Hatte Blade Knife Man McGee. Serving multiple life sentences for multiple counts of murder. He gave himself the nickname Knife Man. Achso, er heißt eigentlich Blade McGee. Okay. Kev Portley. He only became a cop because he knows cops eat donuts and he loves donuts. You won't catch him doing much police work. Okay. Was ein V-Pelz. Stump Blump. Was ist das für ein Name? He was beat up a lot as a child because of his name, for obvious reasons. Ja, Stump Blump, der tut mir leid. Ryan Goldman. Und ja, den sieht man nur auf dem Poster oder auf Employee of the Month Ding. Red Mesa Penitentiary's Employee of the Month for the month of June. Carlos Bird. He works a desk job at the prison. He prefers it over doing into the dangerous field. Er spielt lieber sicher. Kann ich verstehen. Was? Straight Shooter. Legally changed his name to Straight Shooter. He spits hot fire and raps mad lyrics. Respect. Alter, was ein krasser Gangster, der Straight Shooter. Jen Brune. Brune. One of the administrators of the prison. She keeps it running in decent condition. Irgendwie gefühlt das einzige Mädchen hier. John Farn, a rookie to the team. This is the first meeting he's ever attended. Oh, oops, sorry. John Gritz,
Just got back from breaking up a fight between two inmates. It didn't go so well. Oh. John... Was? Saskajavin? John... Saskajavin? Irgendwie so. Tut mir leid, falls ich das butcher. He joined the police force for the action, but they stuck him behind the desk. Uff. June Barley failed out of firearms training 3 times. He's technically not allowed to use his weapon outside of the shooting range. Okay, der Arme. Captain Jeffrey Custard. 30 years ago, a janitor threw out his lunch. He's held a grudge against janitors ever since. Ooh. Jonas Nugan. He's been quickly moving up the ranks. Just needs to pass that marksman exam. Oh, war gerade in seiner Übung. In seiner Ausbildung. Und wir haben ihn gestört. Hat uns abgeschossen. Captain Roland Canterbury? Canterbury? Keine Ahnung. Ich butcher hier wahrscheinlich ganz viel. Tut mir leid. The man in charge of all officer trainer at Red Mesa. Known to be very strict. Oh, da mag ich ihn jetzt schon nicht. Aber sein Aussehen ist cool. Unknown Hendrix. Always sleeping on the job. Nobody knows his first name. Ja gut, wenn man immer schläft, dann würde ich seinen Namen auch nicht wissen. Pete Sound. Notorious for taking food that isn't his from the employee fridge. Ah ja. Sally Q. She often gets confused for someone else, which is strange, because she doesn't even have red hair. Oh. Okay. Gary Gray. Constantly put on evidence duty. His least favorite job. Oh, armer Gary Gray. Und das hier war aus Zufall. Angus Ungus Bungus. Met the harsh fate many years ago. Felix Wright. The city's most prominent defense attorney. He works hard to ensure innocent people are not put away. Ja, weil wir auch innocent sind. Hubert Brown, one of the city judges. It's very difficult to tell him apart from other judges in the city. Vladimir von Braun, nemesis to Mr. Wright. He's pretty cocky in his ability to pull criminals away. This often becomes his downfall. Kann ich mir gut vorstellen. Winston Davis. Warte, hatten wir nicht einen Winston Davis? Ja, der kommt mir wieder vor. Ach, über den haben wir also der war also hier. He's been deposed due to his involvement in the bank's break-in. Either way, he won't be going back to his old job anytime soon. Oh, wir haben ihm seinen Job genommen, damit wir frei sind. Schon ein bisschen fies. Chuck Samuels. He works at Sandwich City and enjoys his free sandwich for lunch every day. Nice. Hoffe, es schmeckt dir. Juno Grumpturd. He's received jury duty 27 times this year. This can make even the most cheery man cynical. Okay. Dane Sludge. Hailing from a foreign country, this is his first time in a big city. Ja. Pff, cool. Steve Stevens, geiler Name. Grinds away at his office job daily. He dreams of owning a pizza shop. Okay, sehr random irgendwie. Bart Slim. He's been on the force for 6 years now and yet there are still days that surprise him. Tom Hartley. He takes his job very seriously. Never seems to take those sunglasses off. Tja, sehen halt cool aus. Captain Ed Roberts. The chief of police here at Red Mesa. He runs a tight ship and expects the best from all his cadets. Timothy Puck. Fairly new to the force. Does not handle pressure well. Oops. Michael Benz joined the force at the same time as his best friend. He's the clean shaven one. Sean. Was? Sean. Geiler Name. This is his first day back from a nice vacation. You ruined it. Oops. Matthew Flexer. He joined the force at the same time as his best friend. He has a goatee. Alles klar, die beiden. Moment. Es ist einfach derselbe. Nur der hier hat einen Bart. Wow. Michael Benz und Matthew Flexer. Okay, das waren alle Bios in dem Spiel. Das war komplett Escaping the Prison. Und in der nächsten Folge gibt es
Stealing the Diamonds. Ich sehe euch dann wieder. Haut rein und ciao, Leute.